Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Ja, die Freiheit des Zugangs zu Informationen ist in Nordrhein-Westfalen seit über 14 Jahren gesetzlich garantiert. Das Informationsfreiheitsgesetz NRW gewährt jeder natürlichen Person das Recht auf Informationszugang. Das ist am 15.11.2001 hier im Haus verabschiedet worden. Das Informationsfreiheitsgesetz auf den Tag genau, jetzt fast 15 Jahre her. Und es war damals ein großer Schritt vorwärts. Und zwar nicht nur, weil es einstimmig verabschiedet wurde, sehr bemerkenswert, denn mit diesem Gesetz wurde die Öffnung und der Kulturwandel hin zur Transparenz in der Verwaltung eingeleitet. Und auch wenn das ein langer und längst noch nicht abgeschlossener Prozess ist, meine Damen und Herren. Und obwohl das Gesetz hier damals einstimmig verabschiedet wurde, und obwohl im aktuellen Koalitionsvertrag ein über das IFG weit hinausgehendes Transparenzgesetz vereinbart wurde, hat die rot-grüne Landesregierung der Informationsfreiheit geschadet. Und zwar mit ihrer Stellungnahme, Vorlage 16/3580, zum 22. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Das war im Dezember letzten Jahres. Was war passiert? Die Online-Plattform fragdenstaat.de, der ein oder andere wird sie kennen, sie wurde schon erwähnt mehrfach, die bietet Menschen die Möglichkeit, Informationsfreiheitsanträge über ein Formular per E-Mail zu stellen. Technisch eigentlich genau so, wie wenn man bei einem E-Mail-Anbieter eine E-Mail verschickt. Jetzt stellt sich die Landesregierung hin und behauptet in ihrer Stellungnahme, dass eine Bevollmächtigung zur Vertretung dabei nicht nachgewiesen werden könne. Im Ergebnis also, dass Anfragen von Bürgern, die diese Plattform nutzen, von Behörden nicht beantwortet werden müssten. So haben diese Stellungnahme Anfang des Jahres einige Behörden interpretiert. Und bevollmächtigen Sie etwa den Postboten in Ihrem Namen, Verwaltungsvorgänge zu erledigen, wenn Sie einen Brief verschicken? Ich denke, nein. Was die Landesregierung hier also gemacht hat, ist, Rechtsunsicherheit zu erzeugen. Rechtsunsicherheit bei öffentlichen Stellen und in den Kommunen. Und auch wenn die aufgeworfene Fragestellung noch so absurd klingen mag, in diesem Land werden wurden Informationsfreiheitsanträge mit Verweis auf Ihre Stellungnahme abgelehnt, Herr Minister Jäger. Beamte lesen diese Stellungnahme und glauben, das ist richtig so. Wir haben daraufhin, der Kollege Vandenberg hat schon darauf hingewiesen, die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Frau Block, und einen Vertreter der Plattform Frag den Staat in den Innenausschuss eingeladen und in der Sitzung dort gemeinsam festgestellt, dass eine IFG-Anfrage über die Plattform Frag den Staat natürlich eine Anfrage ist, die von den angefragten Behörden auch beantwortet werden muss. In der Sitzung wurde auch die Arbeitsweise von Frag den Staat erläutert und dass es eben nicht eine Firma oder ein Verein ist, der da beauftragt wird, sondern nur eine Eingabemaske, die dem Bürger hilft, seine Anfrage zu stellen. Und vielleicht ist die damalige Stellungnahme also ein Missverständnis in Unkenntnis über die Arbeitsweise von fragdenstaat.de. Eine Klarstellung der Landesregierung dazu fehlt jedoch bis heute. Aber vielleicht holt der Minister das ja gleich nach. Meine Damen und Herren, die Freiheit des Zugangs zu Informationen ist ein hohes Gut. Und solange wir hier immer noch auf das angekündigte Transparenzgesetz der Landesregierung warten müssen, sollten die Instrumente, die da sind, genutzt werden. Dazu hat die Landesbeauftragte Frau Block im Ausschuss eine Informations- und Sensibilisierungskampagne zum IFG nicht nur für öffentliche Stellen, sondern auch für die Öffentlichkeit selbst angeregt. Wir haben das gerne aufgegriffen und deswegen haben wir das in den vorliegenden Änderungsantrag eingebaut und unseren Antrag insofern erweitert. Die Verwaltung und die Öffentlichkeit muss darauf hingewiesen werden, dass IFG-Anträge nach wie vor per E-Mail gestellt werden können. Auch per Telefon und auch formfrei. Eine Identifizierung des Fragestellers oder eine Postanschrift ist nicht nötig, solange die Anfrage nicht abgelehnt werden muss oder nur gebührenpflichtig ergehen kann, das heißt, solange kein Bescheid ergehen muss, braucht es eine Identifizierung nicht. So sollte es sein. Alles andere wäre ein herber Rückschlag für das Informationsfreiheitsgesetz, Recht in Nordrhein-Westfalen. In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, unserem Antrag zuzustimmen. Ich habe da schon 4 wohlwollende Ablehnungen gehört. Trotzdem werbe ich für die Zustimmung. Ich denke, es ist richtig
und sinnvoll. Die Informationsfreiheit sollte nicht zu Schaden kommen, weil man sie im Ministerium auf nicht vorhandene Formvorschriften beruft. Und eine Informationskampagne zum Thema ist immer richtig und richtig. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die